Herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung mit einer Fix-Version. Hier diesmal das Scania 124L wieder. Ne? Natürlich auch wieder fix, weil man hier kein Trailerkabel erkennen kann. Trotz allem gucken wir doch mal kurz nach. So, Führer aus, klar, bleibt gleich. So wie das Chassis 4x2. 420 PS haben wir, steht hier Ida. Und 12 Gänge. Interieur sieht schon mal vielversprechend aus. Wir haben hier sogar ein Navi schon mal da. Und ansonsten jo, sieht alles eigentlich ziemlich schick aus. Ne? Klar, High Poly Truck. Kann man auch gut schon erkennen. Skin bleibt gleich. Und ja, ansonsten kann man nichts machen. Reifen und Felgen sind schon inklusive. Das heißt, das war es im Prinzip hier auch schon. Im Inneren habt ihr jetzt hier noch die Möglichkeit, GPS, ja, das war's. Okay, gut. Hat sich schon erledigt, der Satz. Brauche ich gar nicht weiterreden. Der LKW ist, wie er ist. Alternative Scania RJL aus dem SCS-Forum. Da habt ihr die gleiche Möglichkeit, den 124er nachzubauen. Und da könnt ihr natürlich dementsprechend den genauso machen, wie ihr hier den seht. Ne? Vielleicht geht euch jetzt der Skin ab in dem Fall. Aber ansonsten habt ihr die gleichen Möglichkeiten wie hier. So, Navi funktioniert. Sieht schon mal ganz gut aus. Hier hinten haben wir so ein bisschen so ein kleines Dashboard mit integriert. Handbremse funktioniert auch hier, wenn man gut erkennen kann. Wir haben sogar ein Soundboard integriert. Und wir haben diesmal Fahrrad dabei. Ich werde bekloppt. Oh, ich krieg die Macke. Guck mal hier, da sitzt einer drin. Zum ersten Mal bei den fertig gepimpten LKWs, dass einer drin sitzt. Ich werde knicke. Guck mal einen an. Na, sauber, was für eine Hupe. Also mit der Hupe müsst ihr euch jetzt in dem Fall anfreunden. Ne? So, Lichttest. Sieht schon mal ganz gut aus. Interieurlicht haben wir auch, aber da gucken wir dann gleich rein. Passt soweit. Ich glaube, hier hinten bei diesem roten Licht, das stimmt nicht so ganz, weil das müsste eigentlich eine. Ja, kann man hier den weißen Punkt erkennen, Rückfahrlicht sein, aber da stimmt was nicht. Aber gut, ist jetzt nicht so schlimm. So, Interieurlicht. Ja, kann man anmachen mit O auf der Tastatur übrigens nochmal, für die Leute, die es nicht wissen. Ja, das war es eigentlich auch schon. So, jetzt hängen wir uns noch einen Trailer hinten dran, mal gucken. Das von der Sattelplatte her passt. So. Also wie ihr sehen könnt, Trailerkabel funktionieren jetzt hier nicht. Er ist halt nur geupdatet worden, damit er überhaupt läuft auf der Version 1.31. So, kommen wir zum Fazit zum Scania 124L. Ihr könnt an dem LKW genau nichts machen. Reifen und Felgen sind inklusive. Und ansonsten war es das eigentlich auch schon. Also, ihr habt ja wirklich keinerlei Möglichkeiten, irgendwas anzubauen, wegzubauen. Wie auch immer. Er ist halt, wie er ist. Damit müsst ihr zurechtkommen. Und ja. Alternative habe ich schon erwähnt: Scania RJL 124er Add-on. Dann könnt ihr hier den Scania nachbauen. Und natürlich erweitern. Das Einzige, was halt dann fehlt, ist der Skin, klar. Aber vielleicht erbarmt sich jemand und tut es nochmal vielleicht irgendwie hinkriegen, damit man den Weder-Skin auch auf die Scania RJL nutzen kann. Ne? Ja, ansonsten,
Ist ja High Poly Track, habe ich schon mal erwähnt, glaube ich, am Anfang. Sieht ganz schick aus. Schöne Textur. Aber aufgrund der wenigen Möglichkeiten, ja, ist es jetzt für mich persönlich nichts. Man kann einfach mal eine Runde rumcruisen, weil einfach schön hübsch aussieht. Aber das war es dann im Prinzip auch schon. Müsst halt dann selber entscheiden, ob es was für euch ist oder nicht. So, dann war es auch von mir. Dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Lasst trotz allem Däumling da, wenn es euch gefallen hat. Und in diesem Sinn, allzu gute Fahrt, bis bald, macht's gut und ciao.